Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich euch was von Essex mitgebracht, den Nova Blast 4. Den Vorgänger, den Nova Blast 3, den haben wir in den letzten paar Wochen schon ausführlich bei uns vorgestellt. Ich bin tatsächlich mit dem nicht so super klar gekommen, aber das war ich jetzt mal ganz persönlich. Gibt ja eine große Fangemeinde und wie der Nova Blast 4 sich jetzt so schlägt, da lassen wir uns direkt mal überraschen. Wie immer kommen jetzt erstmal ein paar Bilder und dann geht es weiter mit den technischen Daten. Bei den technischen Daten fällt auf, dass Essex eine Sprengung von 8 mm verbaut hat. Allerdings hinten und vorne steht man auf riesigen Aufbauhöhen, nämlich hinten auf 41,5 mm und vorne auf 33,5 mm. Das ist also wirklich sehr, sehr besonders. Hat nicht jeder Schuh so riesige Aufbauhöhen der Mittelsohle. Beim Schaum wird hier FF Blast Plus Echo verbaut. Das ist also nicht zu verwechseln mit dem Schaum vom Vorgängermodell. Der hat ganz andere Eigenschaften und er hat eine andere Zusammensetzung, auch was recyclingfähige Grundstoffe noch betrifft. Das Gewicht in der US-Größe 8,5 habe ich bei mir auf die Küchenwaage gestellt, ist 248 Gramm, kostet unverbindliche Preisempfehlung ungefähr 150 Euro und tritt in der Allrounder-Klasse an. Zwei Besonderheiten hat der Schuh. Wie gesagt, eine habe ich schon erwähnt, das ist die riesige Aufbauhöhe der Mittelsohle. Und die zweite Eigenschaft, die sehr, sehr besonders ist, ist unter der Sohle befindend, das heißt in der Außensohle eingearbeitet, ist hier eine Konstruktion von Essex, nennt sich Trampolineffekt, soll also entsprechend Energie rückgewinnen beim Abstoßen vorne mit dem Fuß. Ja, auf alle beide Sachen gehen wir relativ ausführlich ein im Test. Ihr dürft euch überraschen lassen. Ich war es ehrlich gesagt auch und jetzt geht's weiter mit ein paar Bildern. Ja, beim Obermaterial hat Essex sehr, sehr schönes Material verwendet, aus Mesh natürlich wie immer. Das ist relativ soft, relativ luftdurchlässig und atmungsaktiv, allerdings nicht ganz super flexibel. Da gibt es andere Materialien, die sind was elastischer, was flexibler von. Dennoch sehr, sehr schön gewählt. In der 10-Box hier an der Seite sind sogenannte Stabilelemente eingebaut, die wirken sehr, sehr schön. Die 10-Box vorne ist nicht die größte, weder in der Breite noch in der Höhe. Das heißt, die Leute, die vorne im 10-Bereich ein bisschen Platz suchen, die sollten überlegen, ob sie eine halbe Nummer größer wählen. Bei der Zunge ist es so, das ist ein Sahnestückchen hier tatsächlich. Sowas habe ich ganz, ganz selten erst gesehen. Die ist vorne üblicherweise und an den Seiten mit jeweils einem Gummi angebracht. Das ist jetzt nicht die große Kunst, aber was sehr, sehr schön ist, die ist dünn und super geeignete zwei Pads sind da angebracht. Also da fühlt man sich wirklich richtig gut aufgehoben und der Mittelfuß ist ganz, ganz toll stabilisiert. Die Schnürung ist auch gut. Die Schnürsenkel sind ein bisschen dicker als die Löcher, die gummiummantelt sind. Und das gibt da wirklich schon mal einen sehr, sehr schönen Halt. Der Einstieg in den Schuh ist auch super. Der Fuß wird also richtig schön reingeführt. Passt top. Im Schuhkragen und im Achillessehnenbereich gibt es auch gar keine Klagen. Im Gegenteil. Die Pads, die hier verbaut werden, sind mit die dicksten, die ich je gesehen habe. Das heißt, wer sich da nicht komfortabel aufgehoben fühlt, kann ich das nicht nachvollziehen, was der für ein Problem hat. Bei der Schuhkappe ist es so, ich drücke hier wirklich volle Pulle gegen. Die ist so stabil, das ist quasi fast ein eingebautes Orthopädie-Element, was hier genommen worden ist. Und hinzu kommt an auch noch, was die Stabilität betrifft, dass die Mittelsohle ein bisschen weiter nach oben gezogen worden ist. Das heißt, das Ganze wirkt wirklich sehr, sehr stabil. Der Fuß steht sowieso in so einer Art Schuhwanne drin. Das heißt, der ist noch ein bisschen tiefer als der Rest drumherum und das gibt dann noch eine zusätzliche Stabilität. Im Gesamten habt ihr vielleicht mitbekommen, das Obermaterial ist bei mir top bewertet. Muss man echt sagen, da gibt es überhaupt keine Klagen. Allererste Sahne im Gesamten. Ja, wenn wir über die Mittelsohle sprechen, dann sprechen wir als erstes über das Thema der Technik. Gerade aus Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes gehen auf den Schaum intensiv ein, auf das Abrollverhalten ebenso und kommen dann zu einem kurzen Fazit von allem. Ja, beim Thema der Technik aus Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes sieht man, dass die zwei Vermessungspunkte bei 12% und bei 75% genommen werden. Und hier sind natürlich, hatte ich eben schon gesagt, riesige Aufbauhöhen, nämlich hinten 41,5 und vorne 33,5, macht eine Sprengung von 8 mm. Und das ist dann schon nicht regelkonform, weil man über 40 mm tatsächlich nicht gehen darf.
Und was aber nicht wirklich schlimm ist, weil mit dem Schuh wird man wahrscheinlich eh keine Weltrekorde laufen wollen. Zum Thema Schaum, hier ist es so, an sich gesehen habe, dass das FF Blast Plus Material verwendet werden soll, habe ich schon einen Schreck gekriegt, weil mit dem bin ich weder im Nova Blast 3 noch im Meta Speed 3 richtig, Entschuldigung, im Magic Speed 3 gut klargekommen. Von daher habe ich schon einen Schreck gekriegt, aber das ist hier tatsächlich ein Zusatz. Hier ist noch das FF Blast Plus Eco-Material verbaut worden. Das heißt also, da ist noch eine gewisse Umstrukturierung hat hier stattgefunden. Recycling-Elemente sind noch mit eingebaut worden und das Ding hat hier eine ganz andere Struktur bekommen. Ist nicht nur viel mächtiger geworden, sondern hat ein ganz anderes Dämpfungsverhalten, was viel, viel geeigneter für mich ist. Also der Schaum ist etwas fester geworden, vielseitiger geworden, nicht nur höher und dennoch sehr, sehr stabil geworden. Das heißt also, das ist wirklich ganz, ganz tolles Material, ganz, ganz tolle Eigenschaften. Ich komme damit wunderbar klar. Schade, dass sie das bisher noch nicht so hatten. Ist sehr, sehr gelenkschonend. Für Fersenläufe auch auf jeden Fall auch sehr, sehr gut geeignet. Gerade im hinteren Bereich ist hier natürlich eine mächtige Mittelsohle gewählt worden. Das passt super. Beim Abrollverhalten ist es so, hinten ist eine Rockerkonstruktion, vorne auch und man kann sehr, sehr schön abrollen. Gerade für Fersenläufer ist diese Rockerkonstruktion hinten sehr, sehr schön gedacht und geeignet und vorne kann man sich wirklich richtig schön mit Schwung abstoßen. Das macht richtig Spaß. Was das Fazit betrifft, muss man wie gesagt sagen, das Schaumverhalten hat sich ja sehr, sehr geändert. Von so einer sehr, sehr weichen Schaummischung des Vorgängers ist ja gar nichts mehr zu spüren, sondern der geht richtig ab, ist halb fest gedämpft und wirklich sehr, sehr vielseitig, ganz, ganz tolle Eigenschaften und auch Langstrecken geeignet. Fersenläufer, wie gesagt, kommen damit sehr, sehr gut klar. Gelenkschonend ist das Teil auch noch. Also ich kann nur sagen, super gelungene Änderungen an der Stelle. Daumen hoch, top. Ja, für mich war die Außensohle ein kleines bisschen überraschend. Erstmal sieht man direkt, hier sind relativ tiefe Furchen gezogen worden in die Außensohle. Hinten relativ tief und relativ breit und vorne ein bisschen weniger tief und breit. Hier vorne soll der sogenannte Trampolin-Effekt dadurch erzeugt werden. Der wirkt doch gar nicht mal so schlecht. Aber man muss jetzt sich nicht vorstellen, dass man dadurch zum Mond geschossen wird. Die Sachen, die auf jeden Fall erreicht werden, ist, dass die Sohle ein bisschen was flexibler und beweglicher in sich selbst wird. Und das ist auf jeden Fall erreicht worden. Also von daher haben die das sehr, sehr gut an der Stelle gemacht. Als zweites blenden wir immer die Breiten ein, hinten und vorne. Und da muss man sagen, der liegt in dem Fall ähnlich wie sein Vorgängermodell und ähnlich wie der Hoka Mach 6. Das ist ein Allrounder-Niveau, das passt also soweit. Und man steht also stabil und fest da drin, genau wie vorher eigentlich auch. Als drittes fallen hier die fünf gummierten einzelnen Elemente auf, die angebracht worden sind, die in der Wirkung deutlich besser liegen als vorher. Das heißt also, bei Trockenheit ist hier wirklich ein sehr, sehr guter Grip. Bei Nässe nicht ganz so gut, aber immer noch zwischen gut und sehr gut. Das Niveau ist also auf jeden Fall verbessert worden. Was das Vorgängermodell betrifft, war der Vorgänger deutlich schlechter. Steine und Dreck sammeln sich hier eher nicht. Und was die Haltbarkeit der Außensohle betrifft, war Essex an der Stelle immer gut und das wird auch hier so bleiben. Im Gesamten finden wir, dass die Außensohle deutlich sich verbessert hat und wir würden mindestens 90% dafür geben. Also echt eine sehr, sehr gute Note. Ja, um jetzt ein Fazit zu ziehen vom Nova Blast 4, kann ich das ganz kurz und knackig zusammenfassen. Der hat mich echt überrascht. Ne? Die Mittelsohle ist deutlich höher geworden, der Schaum ist ganz, ganz anders konstruiert und viel, viel fester geworden. Sehr, sehr geeignet für mich und meinesgleichen. Ich kann also viel, viel längere Entfernungen laufen, viel, viel zügiger laufen. Für Fersenläufe außerdem ist der auch noch sehr, sehr geeignet. Was man wissen muss, beim Sitz des Schuhs im Obermaterial ist für mich sehr, sehr geeignet, aber es gibt bestimmt noch Leute, denen das ein bisschen zu eng ist. Die sollten sich mal überlegen, ob sie eine halbe Nummer größer nehmen. Generell muss man sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist super und das Einzige, was ich jetzt wirklich auf der negativen Seite habe, neben dem Sitz des Schuhs, wie gesagt, wo man aufpassen muss, ist der Außengrip bei Nässe. Das ist immer noch so eine Sache. Und im Gesamten würde ich ganz klar sagen, einige Leute können sich den mal angucken als Allrounder. Vielen Leuten könnte er sehr, sehr gut passen. Bei mir ist er mittlerweile zu einem Lieblingsmodell geworden.